Ich bin Trainer der deutschen Nationalmannschaft in der EM 2024 geworden, aber jedes Mal, wenn ein Spieler an einem Tor beteiligt ist, fliegt er raus. Wenn also Niklas Füllkrug jetzt gleich hier im Eröffnungsspiel gegen die Schweiz trifft, dann darf er im ganzen restlichen Turnier keinen Einsatz mehr bekommen. Und das gleiche gilt dann logischerweise auch für alle anderen Spieler bei uns im Kader. Das heißt, ich muss mir gleich im ersten Spiel überlegen, ob ich auf die beste Elf setzen möchte, um meinen Weiterkommen zu garantieren, oder ob ich vielleicht auf diese Mannschaft hier setze, ja, die ein bisschen schwächer ist, aber dafür tut es vielleicht nicht ganz so weh, wenn dann Chris Führig oder Maxi Bayer die Tore schießen und mir fürs restliche Turnier nicht mehr zur Verfügung stehen, als wenn ich jetzt schon Leroy Sané oder Musiala oder Wirtz einsetze. Denn wenn die eine Vorlage liefern, sind sie halt eben raus und ich habe im Zweifel im Achtelfinale eine sehr ersatzgeschwächte Mannschaft am Start. Bin sehr gespannt, wie breit unser Kader dann im Viertelfinale oder Halbfinale, wenn wir so weit kommen, dann noch ist. Let's go! Die Idee kommt übrigens nicht von mir, die kommt von Bruno aus unserem Community-Discord, wenn ihr Bock habt, da selbst mal vorbeizuschauen, selbst über FM-Ideen zu reden oder generell über den Football Manager, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar und kommt vorbei. Jetzt geht's los. Ja, und fürs erste Spiel gegen die Schweiz habe ich mich tatsächlich dafür entschieden, diese Mannschaft hier aufzustellen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so blöd. Mit Undaff im Sturm, Führig links, Müller im Zentrum, Bayer auf rechts, Groß, Raum, Rüdiger, Tah und Hendricks. Und wenn wir dann irgendwann das 1-0 schießen sollten, ich habe hier so ein Tiki-Taka-System eingestellt, dann werde ich, glaube ich, auf Defensiv stellen. Ich werde Zeitspiel anmachen, ich werde auf Defensiv stellen, ich werde die Jungs sagen, die sollen vorne geduldig spielen, bloß nicht schießen, vielleicht sogar den Stürmer auswechseln, vorne Manuel Neuer reinbringen oder sowas, damit ich so wenig Spieler wie möglich auf meinem Turnierverlauf verliere. Das hier wird nicht die realistischste Karriere. Wir haben einmal ein bisschen Fun mit dem Football Manager. Ich würde sagen, ich drücke jetzt hier auf zum Spiel, muss noch ein paar Standardsituationen einstellen und dann schauen wir mal, wie das hier läuft. Schreibt mir auch gerne weitere lustige Ideen für die EM in die Kommentare. Ich habe sehr viel Spaß an Quatsch wie diesem Video hier. Und jetzt gehen wir einfach mal rein und schauen uns an, wie das hier funktioniert. Ich muss noch mal kurz meine Kameraeinstellungen aktivieren, falls ihr wissen wollt, wie ich meine Kamera einstelle. So stelle ich meine Kamera an und dann schauen wir mal, wer das erste Tor schießt. Freistoß Toni Kroos. Bitte nicht Kroos! Bitte nicht Kroos! Oh mein Gott. Wobei, eigentlich ist es ja in Ordnung, ne? Also wenn Kroos rausfliegt, auf der 6 hätten wir noch, oder auf der 8 hätten wir noch Groß, wir hätten Gündogan, wir hätten Andrich, der da spielen kann. Ein viel größeres Problem haben wir halt, wenn unsere Stürmer nach und nach alle verschwinden und ich dann da ja überlegen muss, wie ich das Ganze mache. Ich habe übrigens so ein Tiki-Taka-System auch deswegen eingestellt, weil wir damit im Zweifel sehr viel Ballbesitz haben, aber uns nicht so viele Torchancen rausspielen. Guck mal hier, wir haben schon 66% Ballbesitz, aber nur dreimal aufs Tor geschossen. Das Problem ist halt, wir müssen irgendwann ein Tor schießen. Ich hoffe halt, dass es ein Eigentor ist. Weil wenn die Schweizer hier ein Eigentor schießen, dann hat das auf mich natürlich gar keinen Einfluss. Ja, wir gehen erstmal mit einem 0-0 in die Halbzeit. Finde ich völlig fein. Das ist genau das, was ich möchte. Das ist genau der Grund, aus dem ich mich hier für ein Tiki-Taka-System entschieden habe. Ich bin quasi Yogi Löw. Wir passen uns den Ball hin und her, ohne wirklich viel Torgefahr zu generieren. Unsere Abschlüsse müssen besser werden. Rein in die zweite Halbzeit. So, jetzt Ecke, David Raum. Okay, kommt rein. Rüdiger. Zurück auf Toni Kroos. Kroos schießt! Und der war nur knapp drüber. Kroos darf weitermachen. Übrigens, sorry für die Rückennummern. Die hat der FM hier automatisch zugeteilt. Da hatte ich keinen Einfluss drauf. Also Kroos mit der Rückennummer 12. Das ist natürlich schwierig. Kroos und darf! Und wieder drüber. Ich würde ganz, also ganz ehrlich mal, so 0-0 im ersten Spiel ist vielleicht sogar mit das Beste, was mir hier passieren kann, oder? Ich meine, ich kann mit genau der gleichen Mannschaft ins zweite Spiel gehen, habe noch alle Spieler. Ich glaube, ich werde hier auch nicht auswechseln, ehrlich gesagt. Ich stelle mal auf Offensiv. Wir versuchen doch mal ein Tor zu schießen, weil irgendwie möchte ich es doch ganz gerne gewinnen und gegen die Schweiz zu verlieren. Das müsste jetzt auch nicht unbedingt sein. Das ist eine Riesenchance. Und das ist Marc-André Ter Stegen, den ich einfach mal ins Tor gestellt habe. Es gibt eine Ecke, das wäre kein Abseits gewesen. Wisst ihr was, ich wechsle jetzt doch mal ein bisschen. Also Führig ist ja verletzt auf links außen. Ding ist halt nur, ich möchte eigentlich nicht Sané bringen. Und ich möchte auch nicht Wirtz bringen. Und ich möchte auch nicht Musiala bringen. Die brauchen wir halt alle noch. Ja, wen bringe ich denn? Ich bringe mal Maxi Mittelstädt rein. Der kann das auch auf links außen. Fuck ey, was mache ich denn? Ich glaube, ich werde auf der rechten Seite ein bisschen offensiver. Bringe ich hier Jo Kimmich rein. Und bringe Havertz noch mit auf die 10. Wobei, wenn Havertz jetzt gleich raus ist, wäre halt auch kacke, ne? Ich mache das trotzdem mal und stell den auf Angreifen. Am Ende steht es hier nach 85 Minuten, aber immer noch 0-0. Das ist ein sehr gottloses Eröffnungsspiel. Wir haben hier natürlich die richtigen Gruppen in der Europameisterschaft. Was wir nicht haben, ist der richtige Spielplan. Was aber auch nicht wirklich schlimm ist, finde ich. Jetzt haben wir mal den Ball und versuchen, was zu kreieren. David Raum wird gefoult. Es gibt eine rote Karte. Ich muss keine Spieler löschen. Die Schweizer löschen sich von selbst. Zakaria geht raus. Nice. Freistoß Kimmich auf Raum. Maxi Mittelstädt. Mittelstädt. Undaff. Und Sommer hält den. Okay.
Vor allem war das auch rein von der Stärke des Gegners her das schwierigste Gruppenspiel, würde ich sagen. Insofern ist es absolut in Ordnung. In der Realität, die Schweiz sei absolut bockstark. Das zweite Spiel haben wir gleich gegen die Schotten. Weiter geht's. Die Schotten haben ihr erstes Gruppenspiel gegen Ungarn übrigens mit 2-1 gewonnen. Ja, also die sind ganz gut ins Turnier reingekommen. Ich würde sagen, wir machen das mal so ähnlich hier gegen Schottland. Die spielen mit einer Fünferkette. Ich glaube, wir müssen offensiv schon so ein bisschen mehr machen. Dann würde ich sagen, spielen wir einfach mal so. David Raum würde ich gerne als Flügelspieler spielen lassen. Wir gehen doch schon mal ein bisschen mehr Tempo. Am Ende wollen wir dann doch ein paar Tore schießen. Ich ändere nichts an der Mannschaft. Am Ende finde ich es okay, wenn die Jungs sich so ein bisschen auspowern. Vor allem die Offensive, weil ich denke, dass wir... also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier im Spiel gegen Schottland ein Tor schießen. Und wenn die Jungs dann müde sind, ist es sowieso egal, weil die dann ja kein Spiel mehr für uns machen. Insofern passt das. Übrigens, wenn jetzt hier jemand ein Tor schießt oder unvorbereitet, dann wird er natürlich auch sofort ausgewechselt. Versteht sich von selbst. McGregor. Ferguson. Okay. 0 zu 1. Aber es ist abseits. Zählt nicht. Weiter geht's. Links ist David Raum. Raum auf Groß. Das ist Toni Kroos. Führig. Chris Führig. 1 zu 0 Chris Führig. Vorlage Toni Kroos. Damit ist Führig draußen für dieses Spiel, für diese EM. Ich bringe Mittelstädt, Toni Kroos ist ebenfalls draußen. Ich bringe Robin Koch und wir werden defensiv spielen auf Zeit. Ich nehme dieses 1 zu 0, das ist völlig okay. Neu formieren, Spiel verzögern. So, reicht Jungs. 1-0, passt. Ja, das heißt, dieses Spiel gegen Schottland hier, das war gerade Toni Kroos' letztes Karrierespiel. Hat er gut gemacht, muss man sagen. Hat er gut gemacht, war ein schöner Ball auf Chris Führig. Der sein zweites EM-Spiel war logischerweise dann auch gleich sein letztes. Jetzt kommen aber die Schotten. Ich würde es begrüßen, wenn die Schotten jetzt hier kein Tor schießen würden. Das wäre ganz in Ordnung. McGregor, McGinn, 1 zu 1. Am Ende, wenn es hier am Ende unentschieden ausgeht, dann wäre ich damit auch noch fein. Wir müssen halt das letzte Spiel gegen Ungarn dann gewinnen. Ah, das ist schon bitter, ne? Das ist schon echt bitter, weil das heißt, dass wir hier ein Tor schießen müssen, um zu gewinnen. Großecke. Henry Köpfchen raus. Thomas Müller. Auf David Raum. Henrichs. Koch. Geht über die rechte Seite. Henrichs. Bayer. Guter Ball. Mittelstädt wird geschubst. Halt, stopp. Es gibt Elfmeter und ich stelle jetzt den Elfmeterschützen um. Und wisst ihr, wer diesen Elfmeter schießen wird? Das macht Robin Koch. Wobei, ist es schlau? Vielleicht lasse ich ihn lieber Ter Stegen schießen und stelle dann für den Rest des Turniers Neuer ins Tor. Wir machen es so. Ter Stegen schießt den Elfmeter, weil das können wir verschmerzen, wenn der rausfliegt. Okay, es gibt den Elfmeter. Marc-André Ter Stegen steht am Punkt. Komm, Marc, mach ihn rein. Ter Stegen schießt. Und er trifft. 2 zu 1, Deutschland, Marc-André Ter Stegen. Das Gute an einem Elfmeter ist, dass es keine Vorlage gibt. Das heißt, nur ein Spieler fliegt raus. Und das ist an der Stelle Marc-André Ter Stegen. Sehr gut. 2 zu 1. Sehr schlecht ist, dass wir schon drei Spieler verloren haben. Jungs, hört auf Fußball zu spielen, es reicht. Jetzt wieder Freistoß Schottland. Henry drüber. Oh nein, das nächste Highlight. Ecke, David Raum. Rüdiger, knapp drüber. Das Ding ist, ich habe jetzt auch nur noch zwei Wechsel, ne? Also wenn jetzt noch zwei Spieler raus müssen, könnten wir das machen. Wenn hinterher noch mehr Spieler raus müssen, ja, dann können wir die nicht mehr auswechseln. Aber da kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit sein sollte. Ich habe das Gefühl, dass wir hier weiter Fußball spielen wollen. Die Jungs hören nicht auf. Maxi Mittelstädt. Mittelstädt. War das gerade Vorlage Raum auf Mittelstädt? Ich glaube schon. Das heißt, wir haben keinen Linksverteidiger mehr. Beide Linksverteidiger haben sich hier gerade in einer Aktion gelöscht. Ja, Raum auf Mittelstädt. 3 zu 1. Und ich weiß, dass viele von euch das nicht mögen, wie ich Mittelstädt ausspreche. Aber ich mache das trotzdem so. Ich komme aus Norddeutschland. So sagt man das. Ja, okay, es ist Halbzeit und wir müssen Raum runternehmen und ich nehme Maxi Mittelstädt runter. Ich bringe mal Waldemar Anton dafür. Ich gehe mal auf noch mehr Verteidiger. Ich nehme das Tempo raus. Ich möchte jetzt bitte keine Tore mehr schießen. Bitte keine Tore mehr schießen, Leute. Sehr defensiv. Wir stehen jetzt tief, wir ziehen uns weiter zurück. Ich lasse die Schotten jetzt spielen, das ist völlig okay. Jungs, wir hören auf, Fußball zu spielen. Weiter geht's. Okay, Leute, es gibt ein Highlight. Bayer. Maxi Junge nicht.
Bitte nicht. Schieß vorbei. Oh, danke. Oh nein, Ecke, bitte nicht. Groß. Ta. Oh. Gun hält. Schottland nochmal. Und 3-2. Ich würde das Spiel jetzt schon auch ganz gerne gewinnen, ehrlich gesagt. Es wäre schon bitter, wenn wir hier 3 Tore schießen, 5 Spieler verlieren und das Spiel dann in der Konsequenz nicht mal gewinnen. Ich bin hier auch sehr defensiv, ich habe Zeitspiel eingestellt, alles. Ich hoffe, dass die Jungs sich daran halten und hier die Schotten dicht halten. Schotten. Und so ist es. Wir gewinnen dieses Spiel mit 3-2, aber wir müssen einen Preis dafür bezahlen. Denn wir haben jetzt mit diesem Spiel 5 Spieler verloren. Kroos, Führig, Ter Stegen, Mittelstädt und David Raum sind raus und dürfen ab diesem Zeitpunkt im Turnier nicht mehr spielen. So, das Ding ist halt, wir sind damit weiter. Also 4 Punkte, damit scheiden wir nicht mehr aus, egal was passiert. Das heißt, im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn werde ich, glaube ich, irgendwie so eine richtig defensive Kacktaktik spielen und das Spiel einfach aufgeben. Einfach versuchen, kein Tor zu schießen und gut ist. Ich glaube, das ist mein Plan dafür, damit wir dann im Achtelfinale keine weiteren Spieler verlieren. Ich finde, 5 Spieler in der Gruppenphase zu verlieren in einem 26er-Kader, das ist schon relativ saftig. Reicht mir eigentlich. Übrigens haben wir hier auf diesem Kanal letztens schon mal eine kleine Challenge gemacht. Und zwar habe ich England übernommen, aber nur mit Verteidigungsaufgaben gespielt. In der Taktik, also schaut euch auch das mal an, ist auch ganz witzig geworden, wenn auch ziemlich bodenlos. Ich habe so ein bisschen versucht, die Southgate-Taktik zu rekreieren. Ja, hat, finde ich, ganz okay funktioniert. Jetzt aber haben wir das Spiel gegen Ungarn. Ich zeige euch mal, was für eine absolut gottlose Taktik ich gebaut habe. Okay, Leute, wir gehen damit rein. Wie gesagt, ich möchte keine Tore schießen. Ich möchte wirklich keine Tore schießen. Auf der Bank sitzt eigentlich jetzt so die gesamte erste Elf, würde ich mal sagen. Ach so, warte mal, wir können es mal so machen. Koch kommt nochmal rein. Und wisst ihr was, ich stelle auch Manuel Neuer einfach in die Innenverteidigung. Baumann ins Tor, wobei ich mach's mal so rum, damit die Chance noch kleiner ist, dass hier irgendwie Tore fallen. Ja, okay, wir machen das so, wir gehen so rein in das Spiel gegen Ungarn. Ihr werdet hier keine Spielszenen sehen, das kann ich euch so schon sagen. Beziehungsweise nur sehr wenige. Guckt euch mal an, wie diese Taktik aussieht. Es ist so dumm, es ist so dumm. Achso, warte mal, ich habe noch vergessen, auf Zeitspiel zu stellen. Neu formieren, Spiel verzögern. Das habe ich noch vergessen. So. Jetzt spielen wir hier 0-0 gegen Ungarn. Okay, Leute, das hier ist aktuell unsere Spielanlage. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir bauen hinten auf in einem klassischen 1, 2, 3, 4, 5. Ja, in einem 5-5-System bauen wir hinten auf. Und passen uns den Ball jetzt immer schön hinten hin und her. Baumann als rechter Innenverteidiger. Er macht da bisher einen richtig guten Job. Ja, die Ungarn werden sich fragen, was hier passiert, glaube ich. Ja, genau. Und davon dürfen die Fans hier im Stadion, die sicherlich alle sehr viel Geld für ihre Karten bezahlt haben, jetzt noch, ja, so 63 Minuten sehen. Viel Spaß. Okay, Leute, es gibt ein Highlight für die Ungarn. Schäfer, langer Ball auf Gazdag. Oh mein Gott, das war fast ein Eigentor von Manuel Neuer. Ich bin sehr froh, dass wir diese Regel nicht so machen, dass Eigentore als Tore zählen, weil das wäre hier natürlich die absolute Pointe. Jo, Halbzeit, weiter geht's. Wir kontrollieren den Ball gut, so wollen wir das haben. Rein in die zweite Halbzeit. Übrigens, einer der besten ist hier Baumann als rechter Innenverteidiger, ne? Spielt hier eine stabile 7,1, der Kollege. Macht er gut. Wir sind am Ende zu gut. Eine Minute Nachspielzeit ist abgelaufen. Das Spiel geht 0-0 aus. Wir hatten 78% Ballbesitz, 0 Schüsse, 0 aufs Tor. Ey, wenn ich mal wieder kein Tor brauche, dann weiß ich genau, was für eine Taktik ich spiele. Das hat ja perfekt funktioniert. Ich bin zufrieden mit eurer Leistung, Jungs. Das war perfekt. Das war wirklich perfekt. So haben wir am Ende der Gruppenphase einfach nur 5 Spieler verloren. Sind leider nicht als Gruppensieger weitergekommen, weil Granit Xhaka gegen Schottland ein Tor geschossen hat. Lass uns mal gucken gehen, wen wir dann in der zweiten Runde spielen. Oh nein, das ist Italien, Leute. Wir spielen im Achtelfinale gegen Italien. Das heißt, wir müssen in dem Spiel unsere beste Elf auf den Rasen schicken. Sonst wird das hier wahrscheinlich eher nichts. Wir haben die bisher gespielt, gegen Kroatien verloren, gegen Albanien gewonnen, gegen Spanien 4-2 gewonnen. Hattrick Gianluca Scamacca. Also wenn die Italiener spielen so wie in der Realität, dann habe ich damit kein Problem mit ihm los. Aber ich fürchte, die Italiener im Football Manager und das Paletti sind ein bisschen besser als die realen Italiener und das Paletti. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Auf geht's ins Achtelfinale. Also Freunde, es ist Viertelfinalzeit, wir spielen gegen Italien. Ich habe mich dazu entschieden, die beste Mannschaft aufzustellen, weil jetzt geht es einfach darum, irgendwie weiterzukommen. Und ich hoffe natürlich auf ein 1-0. Taktisch machen wir es mit der Taktik, sehr schöner Fußball. Ich hoffe, das funktioniert. Wir spielen hinten quasi mit einer Dreierkette. Der inverse Außenverteidiger, der rückt immer ein. Also Schlotterbeck, Rüdiger und Tah spielen eine Dreierkette. Kimmich spielt ihr hier ein Register, gemeinsam mit Andrich auf der Sechserposition. Wirtz davor, Musiala, Sané und Füllkrug im Sturm. Also ich glaube, viel besser geht's nicht. Das ist so ziemlich das Beste, was man aufstellen kann. Man könnte
könnten auch überlegen, vielleicht Ilkay Gündogan aufzustellen für Kimmich. Kann ich jetzt nicht mehr, weil das Spiel quasi schon losgegangen ist. Egal, also ich finde die Mannschaft gut. Ich glaube, dass wir damit einen guten Job machen können. Und ich hoffe natürlich noch auf ein 1-0. Let's go. Freischuss Kimmich, 39. Da ist Niklas Füllkrug. Henrichs! Es könnte Abseits gewesen sein. Ich glaube, es war Abseits. Ansonsten müssten Füllkrug und Henrichs jetzt raus. Henrichs wäre ärgerlich, dann hätten wir nämlich so langsam gar keinen Außenverteidiger mehr. Ich glaube aber, dass das Tor zurückgenommen wird. Ja, das Tor zählt nicht. Es war Abseits. Weiter geht's. Ja, wir haben jetzt hier zur Halbzeit 0-0 gespielt. Wir haben nicht wirklich viel rausgespielt, aber die Italiener noch weniger. 0 Schüsse, 0 aufs Tor. Also das ist relativ realistisch. Wir kontrollieren den Ball gut, so wollen wir das haben. Jungs, weiter so, rein in die zweite Halbzeit. Ich bin erstmal froh, dass wir nicht so viele Spieler losgeworden sind. Aber ich würde jetzt so langsam auch gerne mal das 1-0 machen. Kimmich auf Sané. Sané schießt! Und es steht 1-0. Es ist Leroy Sané mit dem Tor. 58. Spielminute. Und wir führen 1-0 gegen Italien. Ich glaube, Vorlage war Kimmich, oder? Oh, Kimmich und Sané, das ist schon eine krasse Schwächung. Ja, spielen die beiden richtig gut. Und die Strafe dafür ist, ja, dass ich sie jetzt, wenn ich kann, sofort auswechseln werde. Also Sané geht raus und ich glaube, dafür bringe ich Thomas Müller. Und Kimmich geht runter. Für ihn kommt dann Pascal Groß rein. Doppelwechsel zur 58. Musiala auf Andrich. Henrichs rechts außen. Ja, macht er gut. Henrichs wird gefoult. Okay, was machen wir? Was machen wir? Es gibt einen Elfmeter für uns und ich muss mir jetzt überlegen, wer schießt. Lass ich Manuel Neuer schießen und stell dann Baumann ins Tor für den Rest. Also die anderen Spieler, das wird schon wehtun, die zu verlieren. Ich könnte mir auch überlegen, vielleicht Thomas Müller den schießen zu lassen. Weil für die Position haben wir noch Bayer, wir haben noch Undav, wir haben Havertz, der das spielen kann. Wirtz kann es spielen. Aber ich habe halt auch nur eine begrenzte Anzahl an Feldspielern. Ich glaube, ich lasse wieder den Torwart den Elfmeter schießen. Ich glaube, ich mache das so. Und dann muss ich gleich Olli Baumann bringen. Und dann wird Baumann hier den Rest des Turniers zwischen dem Pfosten stehen. Ist ja auch ein guter Torwart. Ich meine, Neuer ist natürlich besser. Aber ich glaube nicht, dass es am Ende am Torwart liegen wird, wenn wir hier ausscheiden. Es gibt den Elfmeter. Und Manuel Neuer, er schreitet zum Punkt. Okay, komm, Manu. Wobei, vielleicht verschießen lieber. Okay, Manu trifft. 2-0. Und damit ist Manuel Neuer für den Rest des Turniers draußen. Damit haben wir jetzt 3 Spieler verloren hier in diesem Spiel. Und ich glaube, wir sollten jetzt aufhören, Fußball zu spielen. Ich glaube, das 2-0 gegen Italien ist eigentlich eine ganz gute Sache. Jetzt gibt es eine Ecke für Italien. 80. Barella. Das wäre der erste Schuss. Und das ist der erste Schuss. Kaum steht Olli Baumann im Tor, kriegt er einen rein. Steht 2-1. Die Italiener sind wieder da. Und ich kann jetzt nicht defensiver werden, weil das Spiel echt eng ist. Ich kann vielleicht ein bisschen auf Zeit spielen. Die Idee ist vielleicht gar nicht übel. Dann hoffen wir, dass es jetzt einfach so zu Ende geht. Und das Spiel ist aus. Wir gewinnen mit 2-1 gegen Italien. Let's go. Und es sind nur 3 Spieler, die gehen. Sané, Kimmich, Neuer. 3-mal Bayern raus. Okay. Und im Viertelfinale geht es dann gegen England oder Polen. Lass uns mal schauen, was wird. Und es ist überraschenderweise England. Wir spielen gegen Southgate. Die haben 2-0 gewonnen gegen Polen. Haben bisher jedes Spiel in dieser Europameisterschaft gewonnen. Das ist ein absolutes Banger-Viertelfinale. Lass uns mal schauen, welche Mannschaft wieder aufstellen. Lass uns auch mal schauen, wie die anderen Spiele so gelaufen sind. Ich glaube, ich habe euch bisher noch gar nichts abseits des Weges gezeigt. Ja, die Schweiz steckt Dänemark, wussten wir schon. Schottland im Viertelfinale, wie geil. Okay, England 2-0 gegen Polen. Die anderen Spiele. So, das hier waren die anderen Spiele. Dann hat sich noch Spanien gegen die Ukraine durchgesetzt. Frankreich kommt gegen Tschechien weiter. Und was fehlte noch? Ich glaube, Portugal gegen Slowenien und Österreich gegen Rumänien. Und die Österreicher haben es geschafft, gegen Portugal zu gewinnen. Die Schotten im Halbfinale. Junge, was ist das denn für ein Halbfinale? Ey, ganz ehrlich. Oh, Junge, wir haben so einen harten Turnierbaum, ne? Jetzt England, dann Spanien oder Frankreich. Und das mit einer dezimierten Mannschaft. Und dann, also wenn wir ins Finale kommen, gewinnen wir es. Wobei, da müssen wir mal gucken, wie viele Spieler wir da noch haben. Jetzt erstmal rein ins Viertelfinale gegen England. So, das ist jetzt die Liste der Spieler, die mittlerweile nicht mehr spielen kann. Es sind schon 8 Jungs, darunter 2 Torhüter. Also wir müssen Oliver Baumann beschützen mit allem, was wir haben. Weil, ja, wenn der ausfällt, dann war's das, würde ich mal sagen. Ansonsten muss man aber wirklich mal ganz ehrlich sagen, sieht diese Mannschaft halt super krass aus, ne? Also wir können rechts außen, Dennis Undav spielen lassen. Dann haben wir Undav und Füllkrug auf dem Platz. Undav kann das ja von rechts in den Strafraum ziehen und dann die Tore schießen. Die Mannschaft sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Das Ding ist halt, ich weiß noch gar nicht, was wir machen. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler auf der Bank. Ich weiß noch gar nicht, was wir machen, wenn wir jetzt noch 6 Spieler loswerden im weiteren Turnierverlauf. Aber das, würde ich sagen, entscheiden wir dann. Ja, mit der Mannschaft gehen wir rein ins Spiel gegen England. Auf geht's. Freistoß für Foden, 16. Minute. Foden! Baumann ist da. Wichtig, Olli. Sehr, sehr wichtig.
Freistoß will kein Gündogan. 18. Minute, Gündogan spielt ihn kurz auf Toni Rüdiger. Rüdiger wieder auf Gündogan. Das ist schön gespielt. Jamal Musiala schießt. Jamal Musiala trifft gegen England und ist damit raus. Oh, und Gündogan auch, ne? Vorlage war glaube ich, gerade Gündogan, der den Pass da auf Musiala gespielt hat. Wir schauen uns das Tor nochmal an. Kurz ausgeführter Freistoß. Rüdiger legt ihn zurück auf Gündogan, damit einen wundervollen Ball auf Jamal Musiala. Und der trifft zum 1:0 gegen England. Und jetzt muss er leider raus. Auf links außen bringen wir jetzt Maxi Bayer. Pascal Groß kommt für Ilkay Gündogan rein. Jetzt haben wir noch 4 Spieler, die raus können, bevor wir ein Problem kriegen. Vielleicht hätten wir es doch so machen müssen, dass nur die Torschützen rausfliegen. Naja, es wird nicht einfacher. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, wie gut das Ganze noch aufgeht. Ne? Also, dass wir jetzt immer noch eine Top 11 hier auf den Rasen kriegen, ist doch wirklich ziemlich krass, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass es jetzt so langsam schon ein bisschen schwieriger wird. Aber die Mannschaft, die da auf dem Rasen steht, sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Jetzt kommt Bellingham aus der Entfernung. Schießt! Und der Schiedsrichter hat den Arm oben. Könnte irgendwo abseits gewesen sein. Ich weiß aber nicht wo. Declan Rice soll wohl im Abseits gewesen sein. Aber keine Ahnung. Tor zählt nicht! Komm, sehr gut. Also ihr wisst ja was, ich glaube, ich gehe jetzt schon mal auf Zeit spielen. Wir versuchen es mal so. Wir haben halt bisher genau einen Schuss hingekriegt, ne? Also wenn es zur Halbzeit 1:0 steht, bin ich sehr zufrieden. Okay, Freunde, wir gehen in die Halbzeit. Wir haben bisher nur 2 Spieler verloren. Und wir führen 1:0. Alles läuft nach Plan. Weiter geht's. Wisst ihr was, ich glaube, ich wechsle jetzt mal ein bisschen. Ich denke, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich tatsächlich mal von mir aus ein paar Wechsel durchführe. Ich nehme mal Robert Andrich zum Beispiel raus. Dafür kommt Waldemar Anton, der kann ja auf der 6 spielen. Jetzt habe ich noch einen Wechsel, den behalte ich mir nochmal für eine eventuelle Verlängerung. Also wenn es jetzt passieren sollte, dass ich noch 2 Spiele auswechseln muss, dann kann ich halt eben nur noch einen Spieler auswechseln. Dann ist das wohl so. 85 Minuten durch, letzte Minuten laufen. Okay, es sieht so aus, als würden wir weiterkommen. Wir kommen weiter. Es bleibt einfach beim 1:0. Wie geil ist das denn, Mann? Wie geil ist das denn? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das hier so gut funktioniert. Ohne Scheiß. Wir sind im Halbfinale, weil wir gegen England mit 1:0 gewonnen haben. Wir verlieren nur 2 Spieler. Musiala und Gündogan gesellen sich zu den anderen Jungs auf die Auswechselbank. Heftig, ey. Auf geht's ins Halbfinale. Mal schauen, gegen wen. Okay, Freunde, es ist Frankreich. Die haben sich mit 3:2 gegen Spanien durchgesetzt. Also Deutschland-Frankreich ist Halbfinale Nummer 1, beziehungsweise Nummer 2 und Österreich gegen Schottland ist Halbfinale Nummer 1. Auf geht's ins Spiel. So, Musiala und Gündogan verschwinden und werden ersetzt durch... Ich glaube, ich lasse Kai Havertz auf links außen spielen und auf der 6 spielt dann Pascal Groß. Das heißt, wir haben für dieses Spiel noch 4 Leute auf der Bank. Bayer, Müller, Anton und Koch. Also wenn die alle sind mittlerweile raus. Also 10 Spieler hat es mittlerweile erwischt, davon einige Stammspieler. Aber weiterhin kriegen wir eine richtig, richtig gute Mannschaft auf den Rasen. Was vor allem cool ist natürlich, dass die Verteidigung von dem Ganzen ja nicht wirklich betroffen ist. Die können einfach durchballern, weil die eh keine Tore schießen. Ich hoffe zumindest, dass sie jetzt hier in diesem Spiel ebenfalls keine Tore schießen, weil dann wird's... Wobei, wir haben immer noch Koch und Anton auch auf der Bank, ne? Also auch die könnten noch reinkommen. Die Franzosen spielen so. Giroud, Mbappé, Griezmann, Dembélé, Rabiot, Kanté, Hernandez, Saliba, Koundé, Pavard, Maignan und Tor. Also, wer hier der klare Favorit ist, ist, glaube ich, nicht schwer zu erkennen. Wir gehen rein in dieses Halbfinale gegen Frankreich. Mit der Taktik, mit dieser Taktik sehr schöner Fußball, die ich mal in einem Safe gespielt habe, die wirklich sehr gut auf diesen Kader hier zu passen scheint. Deswegen habe ich sie mir auch ausgesucht. Ja, Spiel läuft. Pascal Groß mit dem ersten Freistoß. 6. Minute. Füllkrug! Füllkrug! 6. Minute und Füllkrug trifft. Es ist das 1:0 für Deutschland. Pascal Groß mit dem Freistoß. Niklas Füllkrug mit dem Kopf. Und der Kopfball erinnert mich so ein bisschen an das Ding gegen die Schweiz, ne? So, das heißt aber auch, dass ich jetzt Niklas Füllkrug runternehmen muss. Wen bringe ich denn? Ich glaube, ich bringe Maxi Bayer, lass Undaf im Sturm spielen, Bayer auf rechts außen. Und dann nehme ich noch, dann muss Groß runter und dafür kommt dann Robin Koch, der kann ja auch Sechser spielen. Dann machen wir das mal so, dass Robert Andrich hier die etwas kreativere Position spielt und Robin Koch macht hier den eindeutigen Sechser. So, das heißt... Ja, alles bis auf 13 Spieler ist mittlerweile verschwunden. Also meinetwegen können wir hier wieder 1:0 gewinnen. Das würde ich nehmen. Das wäre völlig in Ordnung. N'Golo Kanté jetzt spielt den Ball auf Olivier Giroud. Schöner Ball. Griezmann ist durch. Griezmann gegen Baumann. Und das ist der Ausgleich. Antoine Griezmann trifft hier zum 1:1. Das war ein schönes Tor. Das haben sie sich gut rausgespielt. Griezmann lässt Baumann dann da leider auch so gar keine Chance. Und es steht 1:1. Man muss sagen, dass in diesem Spiel wirklich sehr wenig passiert. Insgesamt 5 Schüsse nur. Und es bleibt beim 1:1. Wir gehen damit in die Halbzeit. Sagen den Jungs, weiter so. Oh, das war die falsche Ansprache. Alle sind abwesend, verwirrt. Ich versuche es nochmal einzufangen. Okay, es hat bei ein paar Leuten geklappt. Oh, oh.
46. Freistoß Griezmann. Dabei kommt auf Pavard. Knapp drüber. 83. Ecke Griezmann. Koundé mit zu viel Platz. Koundé! Und da steht es 2:1 für Frankreich. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall dann doch nochmal wechseln. Ich kann halt nur noch Thomas Müller offensiv bringen. Waldemar Anton spielt jetzt mal Flügelverteidiger. Links spielt Schlotterbeck Flügelverteidiger. Ich muss jetzt alles nach vorne werfen. Das werde ich auch tun. So, wir schmeißen jetzt alles nach vorne. Versuchen hier noch irgendwie ein Tor zu schießen. Gehen wir auf sehr offensiv. Es gibt nochmal eine Ecke für uns. 89. Minute. Florian Wirtz bringt ihn rein. Wirtz. Koch. Oh, Rüdiger. Rüdiger. Undav. Dennis Undav trifft. Es ist Dennis Undav, der das 2:2 macht. Unfassbar. Unfassbar. Da ich jetzt aber nicht mehr wechseln kann, müssen die beiden natürlich durchspielen. Und wir haben dann im Finale, wenn wir denn bis ins Finale kommen sollten, hätten wir keine Bank mehr. Und das Spiel ist aus. Okay, es geht direkt in die Verlängerung. Komm, bitte Elfmeterschießen. Bitte Elfmeterschießen. Florian Wirtz. Robin Koch, gut gespielt. Thomas Müller. Thomas Müller ist durch! Thomas Müller, Fußballgott. 105. Minute, wir führen 3:2. Ist das geil, ey. Junge, als ob wir mit dieser Mannschaft hier Frankreich schlagen können. Koch auf Müller und der trifft. Rein in die zweite Halbzeit. Ich gehe voll auf Zeitspiel. Jetzt kommen nochmal die Franzosen über Tchouaméni rechts raus. Koman, Achtung, Achtung! Baumann, Fofana. Ausgleich, 3:3 Frankreich. Junge. 109. Minute, Frankreich ist wieder da. Okay, Leute, wir spielen 3:3, es geht ins Elfmeterschießen. Ich lasse die Jungs es selbst entscheiden. Kommt, Jungs. Einfach rein da, lass uns ein paar Elfmeter verwandeln. Und wir schauen uns das Elfmeterschießen natürlich aus der Hintertorkamera an. Florian Wirtz! Verschießt. Mike Maignan hält. Für die Franzosen tritt als erster an Kylian Mbappé. Gegen Oliver Baumann. Er kann zum Held werden, aber den hält er erstmal nicht. Mbappé macht ihn. Der zweite Schütze für uns ist Thomas Müller. Müller gegen Maignan. Komm, Thomas. Müller trifft. Sehr gut. Kolomouani für Frankreich. Und auch der macht ihn rein. 2:1 für Frankreich nach 2 Elfmetern. Dennis Undav. Der kann Elfmeter schießen. Der macht den. Der ist eiskalt. Undav gegen Maignan. Undav verschießt. Jetzt müsste Olli mal einen halten, sonst wird das langsam schwierig. Saliba gegen Olli Baumann. Saliba gegen Olli Baumann. Saliba macht den. Baumann hat die richtige Ecke, aber Saliba trifft dann. Maxi Bayer. Uff, ich dachte doch, der wird verschießen. Und jetzt muss halt, jetzt muss Olli Baumann zwei Dinge halten. Der erste ist von Tchouaméni. Tchouaméni! Oh, genau in die Mitte. Ach, Baumann springt nach links. Und Frankreich ist weiter. Damit sind wir raus. Ja, nach diesem Spiel hätten wir noch Füllkrug, Groß, Koch, Müller und Undav verloren. Das heißt, wenn es ins Finale gegangen wäre, hätten wir tatsächlich noch eine Mannschaft auf den Rasen bekommen. Nee, hätten wir nicht, weil Undav auch draußen wäre. Also wir hätten fürs Finale keine volle Mannschaft mehr gehabt und uns würde genau ein Spieler fehlen. Ja, schreibt mir gerne für zukünftige Challenges in die Kommentare, wie wir das dann lösen sollen. Europameister ist jedenfalls Österreich geworden. Wie geil, Alter. Die haben 1-0 gegen Schottland im Halbfinale gewonnen und dann 2:1 gegen Frankreich im Finale. Wer die Tore geschossen? Es waren Gregoritsch und Patrick Wimmer. In einem relativ ausgeglichenen Spiel. Also Österreich, Europameister, sehr, sehr interessant. Schaut euch als nächstes gerne dieses Video hier an, da habe ich nämlich mit England gespielt und alle Spiele auf Verteidigen gehabt. Ja, und dann sehen wir uns zur nächsten Challenge. Ich hatte sehr viel Spaß hiermit. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.